Servus und herzlich willkommen zum neuen Video von iBlack Culture Garage. Ja, mittlerweile vierter Teil unserer Serie Kompressor Swap am M50 und damit geht es heute mit diesem Teil weiter. Genau, in der letzten Episode ging es ja um die Verrohrung zum Ladeluftkühler hin. Jetzt geht es weiter mit der Verrohrung vom Ladeluftkühler zur Drosselklappe. Genau, da brauchen wir unter anderem hier dieses Silikonteil und den Rest dürfen wir natürlich wieder custom bauen und da nehmen wir euch jetzt einfach mal mit. Auf der Seite sind wir soweit ja fertig gewesen beim letzten Mal. Das heißt, wir bekommen jetzt hier richtig Druck durch den Ladeluftkühler. Steht jetzt hier an und jetzt haben wir natürlich das nächste Problem, weil wir müssen mit dieser wunderschönen Ladeluft, die dann hoffentlich schön kalt ist, hier irgendwie hoch und da dann in Richtung Drosselklappe ist, zeige ich euch jetzt mal gleich. Das heißt, wir kommen hier irgendwo her, müssen hier durch, hier rauf. Dafür haben wir diesen wunderschönen Silikonbogen hier. Die Geschichte hier muss hier irgendwie so durchgelegt werden. Klar, weil wir müssen ja am Ende des Tages irgendwo da unten rauskommen für Ladeluft. Nächstes Thema. Wir haben hier noch einmal, hier sieht man es, den Anschluss vom Leerlaufregler. Genau, das heißt, das müssen wir irgendwie hier noch rein integrieren, den Leerlaufregler. Dass wir einen Anschluss hin machen, wie auch immer der geartet ist. Weil normalerweise ist der nämlich der hier an dem Faltenbalg unten fixiert. Das müssen wir natürlich auch noch irgendwie berücksichtigen. Dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir die überschüssige Ladeluft, die im Fall, wenn Drosselklappe zu ist, ableiten. Da gibt es ja das sogenannte Wastegate und da müssen wir irgendwie noch einen Anschluss setzen, dass wir das dann wieder zurück in die Ansaugseite reinbekommen, also das geschlossene System. Ja, also müssen wir uns Gedanken über die Rohrführung an sich machen und dann noch zwei Zug- bzw. Abgänge integrieren. Damit wir jetzt da mal überhaupt so ein bisschen Platz bekommen, wir haben hier noch einen Kaltlaufregler, der wird dann entfallen. Wir haben hier noch das Magnetventil von der Tankentlüftung. Die ganze Geschichte werden wir irgendwo umsetzen. Weil uns der Aktivkohlefilter da unten genau behindert, wo wir dann eigentlich am besten mit zwei Leitungen durch wollen. Genau, wir möchten quasi da durch und da ist das Ding massiv im Weg. Also bauen wir die ganze Geschichte zuerst mal raus und wenn wir dann mit der Ladeluftverrohrung fertig sind, dann geht's weiter. Ich weiß es selber, das schon mal montiert, dass wir ungefähr wissen, wann wir wo mit der Ansaugseite hin müssen. Da ist noch vom Luftfilterkasten ein Halter, den müssen wir auch ein bisschen frisieren. Wir setzen jetzt hier dieses Stück mit Abgang ein, weil wir brauchen ja auch noch Luft für den Leerlaufsteller. Die zweigen wir natürlich von der Druckseite ab, weil falls wir nicht die Druckseite hernehmen würden, sondern Frischluftseite, dann würden wir uns so ein zweites Blow-off mehr oder weniger bauen. Das heißt, wir gehen jetzt daher, werden den Anschluss hier um 90 Grad drehen, beziehungsweise mit Bogen einspeisen, dass wir auf die Hinterseite kommen. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich im Video nicht, aber auf der Hinterseite, da ist der Anschluss für den Leerlaufsteller, was ursprünglicherweise in diesen Bogen mit rein integriert ist. Beliebte Falschluftquelle beim M50. So. Jetzt müssen wir hergehen, dass wir da unten hier gerade rauskommen, weil wir möchten am Ende des Tages ja irgendwie hier durchgehen. Müssen wir das jetzt hier durchschneiden, dann nehmen wir jetzt einen Winkelmesser, messen raus, wie viel Winkel wir da versenken möchten, damit wir da gerade rauskommen. Und das sind 30 Grad, das heißt, wir müssen hier 15 Grad abschneiden, auf dem anderen 15 Grad abschneiden, dann bekommen wir hier schön gerade raus. Und können uns dann weitere Gedanken machen, wie es dann da unten weitergeht. Bevor wir jetzt endgültig das Rohr von oben hier reinlegen, wollen wir uns mal Gedanken machen, wie kommen wir eigentlich da unten raus? We'll be right back.
Ja, genau da noch durch. Genau, also am besten da jetzt dann irgendwie, da braucht man eigentlich wieder so S, gell, so rüber und dann so rum. Ja. Da war das Ziel, dass ich da lang. Ja. Und dann mit so einem 90 Grad Richtung noch hinten praktisch. Ja. Mittlerweile sind wir jetzt da. Das passt eigentlich schon ganz gut, weil wir sind schon schön im Fahrzeug. Der Bogen kollidiert ja nirgendwo, das ist auch richtig schön. Jetzt müssen wir hier bloß noch die Kurve kriegen. Wenn das hier quasi da liegt, mehr oder weniger, dass wir da nach unten kommen. Und da wird man vermutlich diesen 45 Grad Bogen mal auseinanderschneiden. Wir haben jetzt da schon leicht angeschrägt, das heißt, das passt perfekt da drauf. Jetzt nur mal, dass wir es ungefähr sehen, das soll jetzt da runter. Das kommt ungefähr da raus. Das geht da vom Abgangswinkel her schon ungefähr richtig hin. Allerdings müsste es noch einen Ticken weiter vor sein, ungefähr da. Dann wäre es mehr oder weniger ideal. Deswegen werden wir jetzt da hinten erst einmal ein Eck wegschneiden. Damit wir wissen, wo wir stehen. Wir werden dann da öfter noch ein bisschen verlängern, je nachdem, sondern wir werden schauen, wie es sich ergibt. Auf alle Fälle ist da uns das Rohr einfach erstmal schon im Weg, weil der Knick quasi aus ist und wir mehr Knick brauchen, also kann man da schon weghalten. So, wir haben jetzt das ein bisschen in Form gebracht, wir haben gesagt, wir verlängern das. Jetzt haben wir die Möglichkeit, da leicht abgeschreckt. Ungefähr so. Damit wir da vom Lader frei werden. Dann das da drauf. Und dann schon gleich in die richtige Richtung starten. Nämlich mit der Biegung runter zur Ladeluftkühler. Das ist schon mal geil, weil sich das nicht mehr irgendwo sinnlos rumbewegt. Jo, passt, würde ich sagen. Geht das von oben zum Montieren? Nicht so schön wie du. Also nein. Jetzt haben wir die Druckseite komplett angeschlossen und haben jetzt schon wieder den Bogen reingebaut für die Ansaugseite. Wir müssen dann nur das Blow-off, Schwummluftventil oder wie immer das Kind auch taufen möchte, noch einbauen. Und wir müssen quasi Druck von dieser Geschichte hier ablassen, geht seitlich ins Blow-off rein und sobald das anzieht mit Unterdruck,
geht soll der Druck weg und er soll dann hier in die Frischluftseite wieder reingehen. Damit man jetzt halt die Lallluftverrohr bzw. die Ansaugseiten da durchbringen, dann haben wir gesehen, unter diesen Tankentlüftungsfilter ist ein wunderbarer Deckel hier. Und den werden wir jetzt hier erst einmal rausbauen. Werksmäßig genau dafür vorgesehen, falls man mal spontan einen Luftfilter da drauf verlegen möchte. Loch ist ja jetzt drin. Jetzt nehmen wir mal dieses Rohr, damit wir da runterkommen. Steckt man das einfach mal an. So, das liegt jetzt wunderschön im Loch drin. Wir cutten jetzt dieses Rohr im richtigen Winkel auf gerade. Cutten hier den Bürdelungsring weg, schweißen das zusammen und dann sind wir auch schon unten. Wir haben das Rohr jetzt da insgesamt einen ungefähr 45 Grad Bogen hingebaut. Das hat den Charme, dass man hier durchgehen kann. Ich fädle das mal oben ein, das dürftet ihr jetzt nicht sehen. Und jetzt installieren wir da noch den Luftfilter drauf. Und das ist jetzt der sogenannte Cold Air Intake, der bei alle komischerweise immer mitten im Motorraum ist. Damit wären wir jetzt dann soweit. Das heißt, unsere Frischluftseite ist jetzt installiert, unsere Druckseite ist jetzt soweit installiert. Was jetzt noch fehlt, hat gerade noch der Flo in der Hand, nämlich das Schwungluftventil. So. Genau, das werden wir in einer der nächsten Episoden irgendwo hier platzieren, dass man beim Schließen der Drosselklappe den Überdruck ablassen kann und dann wieder hier zurück in die Frischluftseite führt. Wir werden jetzt da unten noch diesen Luftfilter befestigen, aber das, wie gesagt, schauen wir uns in einem von den nächsten Videos an.